seit 2001 hier im Theater. Früher als Balletttänzerin tätig und seit 2019 Inspizientin im Musiktheater. Ich bin Reinhard Steinert, seit 2002 fest am Theaterhof engagiert und seit 2012 als Inspizient tätig. Ja, als Inspizient am Theater sind wir verantwortlich für den Ablauf einer Vorstellung. Das heißt, wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen Kunst und Technik. Wir überprüfen vor Beginn einer Vorstellung gemeinsam mit dem Bühnenmeister und der Abendspielleitung die Bühne, ob alles korrekt eingerichtet ist, und geben während der Vorstellung dann für alle Gewerke Zeichen für Veränderungen, die auf der Bühne stattfinden. Was zu Inspizienten Beruf auch dazu gehört, sind die Anrufe, die wir machen, meistens halbe Stunde vor Beginn einer Vorstellung, dann Viertelstunde und 5 Minuten vor der Vorstellung, wo die Damen und Herren des Orchesters, Technik, Beleuchtung, Ton und alle Beteiligten einfach zur Bühne kommen sollen, zu Beginn der Vorstellung. Ja. Inspizient ist jetzt in Deutschland kein Ausbildungsberuf, sondern in den meisten Fällen etwas für Quereinsteiger, wie zum Beispiel Diana war vorher im Ballett und ich habe früher eigentlich ganz was anderes gelernt. Ich war in der Porzellanindustrie. Ja, also ich bin sehr gerne jetzt Inspizientin. Ich stehe zwar nicht auf die Bühne, bin aber nicht ganz weit weg. Ich finde sehr schön, mit meinen Kollegen auch zu arbeiten und sie auch zu beobachten jetzt. Und ich fühle mich nicht ausgeschlossen, das ist immer miteinander und sowieso eine Zusammenarbeit.